Und da ist sie nun endlich, die Spielstunde an den Schaltern. Naja, ich hoffe, dass es nicht eine Stunde dauert, aber es ist schon recht umfangreich, was in der Pre-Flight Procedure für den First Officer so gemacht wird. Bei den Pre-Flight-Prozeduren macht der First Officer andere Tätigkeiten als der Kapitän. Deshalb unterscheidet man auch zwischen Pre-Flight-Prozedur für den First Officer und für den Kapitän. Es ist aber nicht zwingend nötig, dass diese Aufteilung so ist. So, dann freuen wir uns mal alle auf diese umfangreichsten Prozeduren und sie variieren auch zwischen Passagierjet und Frachter. Diese Prozeduren findet man im Operations Manual Volume 1 im Kapitel NP 21.12 bis 21.27 auf den Seiten 210 bis 225. Und sie gehören zu den Normal Procedures. Zunächst fällt mir auf, dass die ADIRU noch gar nicht eingeschaltet ist. Das ist das Trägheitsnavigationssystem. Air Data Inertial Reference Unit. Und deshalb haben wir auch auf dem Navigationsdisplay noch keine Anzeige, zum Beispiel der Flugroute. Wir schalten das System ein. Und schauen mal, was hier passiert. Das System wird nun ausgerichtet, was im Durchschnitt so 10 Minuten dauert. In den Optionen konnte man das auf 30 Sekunden oder auf sofort verkürzen. Erinnert ihr euch noch? Wir haben das auf 30 Sekunden stehen. Aber warum dauert das so lange? Das Trägheitsnavigationssystem funktioniert unter anderem mit Kreiseln. Und diese Kreisel, die müssen erstmal auf Touren kommen. Aber auch ein GPS ist damit drinne und das weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal mit einem Navigationssystem gearbeitet hat, dass das GPS auch nicht sofort die richtige Position findet, sondern ein bisschen Zeit braucht. Nach ein bisschen Wartezeit kann man sehen, dass sich hier was tut. Jetzt nach dieser Ausrichtung müssen wir an der CDU auf der Position Init Seite nochmal die aktuelle Position übernehmen. Wie letztens in den CDU Pre-Flight Procedures erwähnt. Ich kann das jetzt gleich mal machen, indem ich die GPS-Position oder die letzte Position, die sind hier in diesem Fall gleich, bei LSK1R bzw. LSK4R auswähle und bei LSK5R eintrage. Außerdem fehlen noch einige Einstellungen, damit der Flugcomputer die V-Speeds berechnen kann. Hierfür gibt es weiter unten in der First Officer Pre-Flight Procedure eine Stelle, wo wir das machen. Jetzt, wo wir die Position gesetzt haben, ist auch die entsprechende Meldung am ICAST verschwunden. Jetzt geht's dann erstmal weiter am Overhead Panel. Trust Asymmetry Compensation. Den Schalter auf Auto stellen. Hierdurch kompensiert der Flugcomputer bei ungleichem Schub der Triebwerke, dass das Flugzeug nach einer Seite zieht. Primary Flight Computers Disconnect Schalter. Hier müssen die Schutzkappen geschlossen sein und Disk darf nicht leuchten. Disk steht für Discontinue. Electrical Panel Set. Die Einstellung des Electric Panels. Batterieschalter an. Das Off-Licht muss ausgehen. Bei uns sind die Batterien schon lange an, deswegen leuchtet auch schon längst On und Off ist auch aus. Cabin Utility Power ein. Das Off-Licht muss ausgehen. Das ist der Strom für die Kabine. APU Generator Schalter ein. Das Off-Licht muss aus sein.
Bastei-Schalter auf Auto. Isolation-Licht darf nicht leuchten. Generator-Control-Schalter auf On. Off und Drive müssen leuchten, solange die Triebwerke nicht laufen. Backup-Generator-Schalter ein. Auch hier muss Off leuchten, solange das den Generator antreibende Triebwerk nicht läuft. APU-Schalter nach Bedarf auf Start, dann zurück auf On. Default-Lampe muss ausgehen bzw. darf nicht leuchten. Wer gut aufgepasst hat, hat vielleicht gesehen, dass sich hier diese vordere Treibstoffpumpe eingeschaltet hat, denn die Presslampe ist ausgegangen. Bei uns ist ja jetzt die Situation so, dass wir vom Boden Strom bekommen über ein Kabel. Nur das Kabel wird ja irgendwann abgezogen und solange die Triebwerke noch nicht laufen, brauchen wir irgendeinen Stromgenerator. Und dafür ist die APU da. Deswegen schalten wir die jetzt ein. Jetzt geht's hier oben weiter. Ground Proximity Runway Override Schalter. Da muss die Kappe geschlossen sein. Und der Schalter auf Ausstehen. Emergency Lights Schalterklappe muss auch geschlossen sein. Dadurch schaltet sich der Schalter automatisch auf die Armed-Position. Service Interphone Schalter aus. Supernumerary Oxygen Schalter, Kappe geschlossen. Dadurch steht der Schalter auf Norm. Nicht aus Versehen auf On schalten, weil sonst die Sauerstoffmasken ausgelöst werden. Window Heat Schalter, alle auf On. Und die Ram Air Turbine Unlocked Kontrolllampe muss aus sein. Linke und rechte Triebwerkspumpen ein. Fault muss leuchten, denn die Triebwerke laufen ja noch nicht. Die elektrischen Centerpumpen 1 und 2 aus. Auch hier muss Fault leuchten. Demandpumpen. Alle Wähler auf aus. Fault muss leuchten. Demand heißt übersetzt Bedarf. Das sind Hydraulikpumpen, die nur dann einsetzen, wenn erhöhter Bedarf an Hydraulikdruck besteht. Die elektrischen Pumpen werden hier ausgeschaltet, weil sie jetzt noch nicht gebraucht werden. Ich vermute mal, man will auch ausschließen, dass die Autofunktion in dieser Phase die Pumpen einschalten könnte. Der Stromverbrauch soll auch nicht unnötig hoch sein. Bei der Before Start Procedure werden sie dann wieder scharf geschaltet. Supernumerary Signs Panel Set. Beim Passagierjet ist das Passenger Signs Panel. No Smoking oder No Electronics und das Seatbelt-Zeichen auf Auto oder On. Ich werde jetzt mal das Seatbelt-Zeichen auf On stellen, denn so langsam müssen wir hier jetzt mal in die Pötte kommen und die anderen können sich jetzt mal ihre Plätze suchen. Jo. Jetzt geht's los! Lighting Panel Set. Hier die Regler für die Panelbeleuchtung einstellen. Overhead, Sicherung, Armaturenbrett und Flutlicht auf Mitte, Master Brightness on und Landing Lights off. Die Regler verstellt man mit linker oder rechter Maustaste, einfach gedrückt halten oder mit dem Scrollrad. Man kann auch mit einem Doppelklick zwischen 100% und 0% umschalten. Spielt mal ein bisschen daran herum. Die Mauszeiger wechseln auch entsprechend der Verstellmöglichkeiten. Den Master Brightness Knopf kann man in der Mitte hineindrücken und dann alles auf einmal verstellen. APU Fire Panel Set. Die Kontrollleuchten für die Feuerlöscher müssen aus sein. Der APU-Feuerlöschschalter muss eingedrückt sein. Und die Lampe aus. Cargo Fire Panel Set. Die Kontrollleuchten für die Feuerlöscher müssen alle aus sein. Engine Panel Set. Electronic Engine Control Mode Schalter auf Norm.
Start Ignition bzw. Start, je nach Triebwerk, Schalter auf Norm, Autostartschalter auf On, die Off-Lampe muss aus sein. Fuel Jettison Panel Set. Die Ablassventilschalter Off, Valve darf nicht leuchten. Resttreibstoffschalter eingedrückt und Fold darf nicht leuchten. Fuel Panel Set. Crossfield Schalter Off, Valve darf nicht leuchten. Treibstoffpumpenschalter Off und wenn die APU aus ist, dann muss auch bei der linken vorderen Pumpe Press leuchten. Press steht übrigens für Pressure, auf Deutsch Druck. Also da wird angezeigt, dass kein Druck vorhanden ist. Anti-Ice Panel Set. Wing Anti-Ice und Engine Anti-Ice auf Auto. Lighting Panel Set. Beacon Licht, das ist das rote Blinklicht, auf Off. Navigationslicht danach Bedarf. Wir machen sie an, denn dann sieht jeder, dass der Flieger unter Strom steht. Logo Licht nach Bedarf. Noch ist es hell draußen, also Off. Flügelbeleuchtung nach Bedarf, also auch Off. Indicator Lights nach Bedarf. Indicator Lights, das sind die Lampen hier am Panel. Die kann man entweder auf Bright, also hell, oder Dim, gedimmt, einstellen. Oder man kann den Schalter auch auf Test schalten und dann leuchten erstmal alle. Runway Turn-Off Lights off. Taxi Lights off. Und Strobe Lights auch off. Lower Cargo Temperature Panel Set. Das gibt's nur beim Frachter. Hier die Temperatur für den Laderaum einstellen. Beim Frachter gibt es da auch vorne und hinten. Air Conditioning Panel Set. Auch hier unterscheiden sich Frachter und Passagierjet. Equipment Cooling Schalter Auto. Override darf nicht leuchten. Recirculation Fans Schalter On. Die Umluftventilatoren. Main Deck Flow Control auf Normal. Alternate Ventilation Schalter auf Off. Flight Deck Temperatur nach Bedarf. Die Temperaturkontrolle für den vorderen Hauptdeck-Frachtraum nach Bedarf, genauso wie für den hinteren Hauptdeck-Frachtraum. Hüpf! Packschalter auf Auto. Die Off-Lampen müssen ausgehen. Trim-Air-Schalter on. Fold darf nicht leuchten. Trim-Air, das ist die Mischluft, die zur Temperaturregelung genutzt wird. Bleed Air Panel Set. Bleed Air, das ist die Zapfluft bzw. Druckluft, die von den Triebwerken und der APU abgenommen wird. Left, Center und Right Isolation Schalter auf Auto. Die Closed Lampe darf nicht leuchten. Engine Bleed Schalter auf On. Die Off Lampe bleibt so lange an, bis das entsprechende Triebwerk läuft. APU Bleed Switch Auto. Die Off-Lampe muss aus sein. Pressurization Panel Set. Auslassventilschalter Auto. Und die Mannlampe muss aus sein. Den Landing Altitude Wähler hineindrücken. Rechter Scheibenwischer Off. Und das war es auch schon mit dem Overhead Panel. War doch gar nicht so schwierig, oder? Aber nicht, dass ihr glaubt, dass diese Prozeduren jetzt fertig werden. Nein, jetzt geht's weiter am MCP. Flight Director Schalter on. Das mache ich auf beiden Seiten. Und man sieht, da tut sich was im Primary Flight Display. Display Select Panel Set. Den Schalter für das mittlere untere Display drücken. EFIS Control Panel Set.
EFIS steht für Electronic Flight Information System. Minimums Referenzschalter. Radio oder Baro. Damit stellt man ein, wie die Entscheidungshöhe gemessen wird, also mit Radar oder über den Luftdruck. Am Minimumswähler kann man die Entscheidungshöhe dann verstellen. Also Scrollrad oder linke und rechte Maustaste. Den Wert liest man dann im Primary Flight Display ab. Flight Path Vektorschalter nach Bedarf. Wir benutzen ihn im Moment nicht. Meters Schalter nach Bedarf. Wir überfliegen keine Länder, in denen der Luftraum in Metern kontrolliert wird. Wenn man hier draufklickt, kann man nämlich zusätzlich zur Fußanzeige auch noch die Meter angezeigt bekommen. Barometer Reference Wähler. Inch oder Hektopascal? Die Amis haben uns den Schalter natürlich auf Inch gestellt. Wir schalten aber mal auf Hektopascal. Luftdruckwähler auf Lokal einstellen. Und jetzt mal die Taste B oder von Hand unseren aktuellen Luftdruck von 1016 Hektopascal eingestellt. VOA ADF Schalter. Nach Bedarf. Wir wählen VOA. Navigationsdisplay Modus Wähler. Map. Der steht schon auf Map. Wir schalten ihn aber nachher nochmal auf Plan, damit der Kapitän die Route nochmal durchsteppen kann. Das kommt dann gleich noch. Navigationsdisplay Center Schalter. Nach Bedarf. Normalerweise ist die Flugzeugposition im Navigationsdisplay unten dargestellt. Man kann das aber auch auf Mitte stellen. Navigationsdisplay Reichweitenwähler. Nach Bedarf. Also die Reichweite, der Range, der angezeigt wird im Navigationsdisplay. Navigationsdisplay Traffic Schalter nach Bedarf. Da schalte ich über das TCAS erkannte Flugzeuge als Symbole auf das Navigationsdisplay. Weather Radar off. Das Wetterradar schalten wir jetzt aus und im Navigationsdisplay darf davon auch nichts zu sehen sein. Und Map-Schalter nach Bedarf. Das sind die kleinen Tasten hier unten, wo man diverse Informationen wie zum Beispiel Wegpunkte und Airports mit auf das Navigationsdisplay schalten kann. Sauerstofftest und Set. Die Sauerstoffmasken verstaut und Klappen geschlossen. Reset-Testschalter drücken und halten. Das finden wir hier. Das gelbe Kreuz muss kurz erscheinen. Den Emergency-Test können wir mit der Mausbedienung nicht gedrückt halten. Aber wir können mit linker und rechter Maustaste hier was verstellen und den Emergency-Test eindrehen. Nun muss beim Halten des Reset-Test-Schalters das gelbe Kreuz durchgängig erscheinen. Reset-Test-Schalter und Emergency-Test wieder loslassen und das gelbe Kreuz darf nicht mehr zu sehen sein. Und jetzt stellen wir diesen Wähler wieder auf 100%. Helligkeitsregler für die vorderen Panel in Mittelposition. Instrument Source Select Panel. Das sind Schalter, mit denen man die Quellen für die Daten, die auf den einzelnen Displays angezeigt werden, verstellen kann. Normalerweise sollte man diese Schalter überhaupt nicht benötigen, denn die Bordelektronik konfiguriert das im Fehlerfall selber. Aber hier kann man es eben noch selbst beeinflussen. Navigation Quellschalter off. Display Kontrolle Quellenschalter off.
und AirData Attitude Quellenschalter auch off. Was die Schalter genau bedeuten und bewirken, das erklären wir während des Fluges. Clock Set. Hier können wir wunderbar sehen, wie wir doch schrecklich schluderig mit der Zeit umgegangen sind. Aber Albert wird es uns relativ und theoretisch verzeihen. Date Time Wähler auf UTC. Das steht hier auch auf UTC und deswegen steht hier auch nicht die lokale Zeit, sondern die Zulu-Zeit. UTC steht übrigens für Coordinated Universal Time. Eigentlich müsste die Abkürzung dann ja CUT heißen, aber das ist ein Kompromiss zwischen der französischen Abkürzung TUC und der englischen Abkürzung CUT. Da hat man dann sich auf UTC geeinigt. Kann man wissen, muss man aber nicht. Wählschalter für inneres Display. Auf MFD und FMC-Wähler auf Auto. Jetzt sind wir am viel angekündigten Zeitpunkt angekommen, wo wir nochmal durch die CDU-Menüs gehen und die fehlenden Angaben ergänzen. Zugegeben, später dürfte es auch nicht sein, denn vorm nächsten Punkt, dem Flight Instruments Check, muss mit der CDU alles Taco sein. Wie ich schon gesagt hatte, die Tätigkeiten hier muss nicht zwingend alle der First Officer oder der Kapitän durchführen. Die Piloten arbeiten ja in einem Team und so mache ich jetzt mal die Vervollständigung der CDU-Angaben. Ich beginne wieder bei der Performance Init Seite und hier trage ich die Cruising Altitude von Flight Level 390 ein. Das ist unsere erste Höhe, die Simbrief vorgeschlagen hat. Und nun habe ich ein kleines Problem. Denn der Flugcomputer berechnet anhand unserer Eingaben die Limits und hat festgestellt, dass die maximale Flughöhe, die wir mit dieser Konfiguration fliegen können, Flight Level 367 wäre. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Denn das Flugzeug ist ja ohne Fracht. Oder sollte ja ohne Fracht hier abgeholt werden. Und scheinbar hat irgendwer gedacht, oh, ein Frachtflugzeug. Warum ist denn der Laderaum leer? Da kann ich doch mal meinen Hausrat zwischenlagern. Nee, Quatsch. Die Simulation weiß ja nicht, was wir hier für eine Story rund um dieses Tutorial basteln. Und wenn man das Flugzeug lädt, dann ist da schon eine gewisse Menge an Fracht voreingestellt. Für unsere SIM-Brief-Berechnungen sind wir aber von einem leeren Flugzeug ausgegangen. Also schmeiße ich den Hausrat erst einmal raus und mal sehen, ob wir dann mit den berechneten Werten klarkommen. Dazu nun auf Menü und dann auf FS Actions. Hier kann ich jetzt bei LSK 2L die Beladungsseite aufrufen. Und entweder die einzelnen Bereiche einzeln leeren, dann sieht man hier, wie schön der Schwerpunkt mitberechnet wird. Zwischendurch zeigt er in Gelb auch mal an, dass der Schwerpunkt nun überhaupt nicht gut ist. Man könnte aber auch genauso gut hier auf Empty klicken und dann ist der Frachtraum auf einen Schlag leer. Wieder zurück auf der Init-Ref-Seite. Hier müssen wir nun das Zero Fuel Weight nochmal berechnen lassen. Einfach indem man zweimal auf LSK 3L klickt. Dann fehlt hier noch der Kostindex, den wir bei Lufthansa Cargo auf 80 stellen. Der Kostindex spiegelt so ein bisschen das Verhältnis zwischen Flugzeit und Kosten wider. Bei einem Frachtflug hat die kurze Flugzeit wohl meist mehr Priorität als die Treibstoffkosten. Hätten wir das Zero Fuel Weight nicht neu berechnet, dann würde jetzt auch noch die Meldung kommen, dass wir zu wenig Treibstoff an Bord hätten. Also man merkt schon, dass es super wichtig, dass man genau darauf achtet, alles korrekt einzugeben.
Weiter geht es auf der Trust Limit Seite. Hier setzen wir bei LSK1L die angenommene Temperatur. Die kann man anhand der Tabellen auf den Seiten 333 bis 338 des Operations Manual Volume 1 berechnen. Wir haben 42 Grad ermittelt und die trage ich hier ein. Dann noch die Klappenstellung beim Takeoff. Von 15 Grad. Und zweimal LSK3L klicken, um den Schwerpunkt zu übernehmen. Und nun werden auch die V-Geschwindigkeiten berechnet. Diese kann man dann durch Klick auf den entsprechenden LSK übernehmen. Die Schriftgröße ändert sich dann auch von klein auf groß. Sodele. Nee, das ist noch nicht alles. Wie schon erwähnt, diese Prozedur ist die längste von allen. Da aber nun schon weit über 20 Minuten Kopfrauchen angesagt war, gibt es nun eine kleine Pause. Bis zum nächsten Teil. Tschüss.